So, dann einmal hier Le Grinden. Schön Backside Board Slide. Hilfe! So, und jetzt hier. Bitte diesmal nicht verkacken. War nicht so cool. Was? 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 Ich dachte, da könnte ich nochmal. Das ist auch egal. Ich stelle mich gerade mega blöd an. Also, es ist vollkommen in Ordnung, wenn ihr mich jetzt beleidigen wollt. Ich kann es vollkommen nachvollziehen. Schieß. Schieß! Enonien! So. Eigentlich bin ich ein Pazifist. Oh, Alter, wie langsam ich grinden kann, ne? Ich kann sogar die Schwerkraft damit umgehen. Auch nicht schlecht. Wollen wir erstmal jemanden nachmachen. Ja, gut, die kriege ich jetzt nicht hin. Warum wartet der Typ eigentlich nicht einfach unter mir, bis ich da dran springe? Das wäre zu clever wahrscheinlich. Okay. So, genau. Nochmal das Gleiche. Das irritiert mich total. Dass der sich nämlich jetzt auch nochmal dreht. So, jetzt habe ich den Sprung zumindest schon mal geschafft. Da kommen noch mehr, wollte gerade sagen. Dann bleibt auch nicht bei dem. Ja, nur zwei hier in dem ganzen Bereich, die sich ausgraben. Oh, schön hochgeschossen. Ui! Abhauen. So. Perfekt. Die können jetzt erstmal nichts mehr. Habt ihr noch irgendwie noch von euch was ausgespuckt für mich? Nö, gut. So, okay. Gehen wir mal hier hoch. Ich hoffe mal, da kriegt der hin mit dem Sprung. Wenn ich die Waffe wegstecke vielleicht. Hey, hey, ja, geht doch. So, wo ist das Ding? Da ist das Ding. Okay, aber irgendwo scheine ich noch einen Knopf tatsächlich verpasst zu haben. Einer fehlt ja noch. Vielleicht ist er ja hier direkt, das wäre natürlich nice. Müsste natürlich nicht. Wie sollte das auch anders sein? Ah, müssen wir doch mal auf die Karte gucken. Okay. Da hinten irgendwie. Ja, gut, müssen wir gucken, wie wir da hinkommen. Wahrscheinlich war ich da sogar schon mal, aber ich habe es einfach übersehen. Wow! Wieso spuckst du dir? Ich verstehe es nicht. Warum hat der eine jetzt doch was ausgespuckt? Guck dir mir nur was aus, wenn ich ihn normal töte oder was? Ich mich mit meiner Faust in die Fresse hau. Können wir direkt mal was testen? Und zwar, ob wir. Okay. Gut. Und wir holen den Orb hier einfach. 100! Hey! Nietzsche! Eigentlich war der Plan, dass ich mal testen wollte, ob wir mit dem Board über Wasser können. Über Lava. Über Wasser können wir ja, das ist ja klar. Ach, guck mal, was da ist. Okay, ich hab nichts gesagt. Es ist. Dann kriegen wir noch mal ein bisschen was aufgebaut hier. Alter! Hier geht mir doch schon ein bisschen auf den Sack. Das muss ich ja schon zugeben. Boah, Alter! Das ist unglaublich, ne? Shotgun. Shotgun! So. Fertig! Die sind schon mal aktimalisiert. Wollte es nicht zu glauben. Gut, ich konnte jetzt nicht durch die Wand schießen. Das ist ja sogar irgendwo nachvollziehbar. Wir haben ja schon ganz schön viele gefunden. Ich habe jetzt hier aber nicht gezählt, wie viele ich hier gefunden habe. Aber es waren bestimmt 5 Stück oder so, ne? Also von den Orbs. Weil es erstmal eine sehr, sehr gute Sache ist. Was? Was? Was passiert hier? Ich habe hier nur irgendwelche Sachen. Ich habe gedacht, draußen hätte jemand geröbt, weil ich Fenster offen habe. Aber das war doch im Spiel. Okay. War ich hier schon mal? Für mich ist das. Ja, ich war hier schon mal. Okay, alles klar. So, dann kommen wir jetzt da wenigstens nämlich schon mal weiter. Ich finde es auch geil, dass ich meine Balance hier auch irgendwie versuchen kann zu halten. Total schwachsinnig. Weil ich kann eh nicht umfallen. Das kann ich vielleicht schon, aber ich habe es auf jeden Fall noch nicht geschafft. Oder von der Whale runterfallen. Ups. So. Lass mich in Ruhe. Okay, bin in Sicherheit.
Es sei denn, ihr habt noch was für mich. Nee, das ist nur ein sehr, sehr mattes Glänzen. Bedeutet, dass die im Endeffekt nichts mehr für mich haben wahrscheinlich. Da waren wir schon, genau, da gab es einen Orb. Es ist so schlecht, ne? Es ist so schlecht. Ach ja. Machen wir es doch einfach nochmal. So. Oh, ist echt frisch. Ich mache gleich erstmal Heizung an. Aber ich wollte gleich erstmal schön in die Badewanne gehen. Hui. Abhauen. Beide tot. Dankeschön. Ohne was Gelbes für mich? Nö. Nee. Ja, also demnach sieht es für mich jetzt erstmal so aus, als kann ich nicht in die Lava mit dem Gerät. Und wir wahrscheinlich das so machen müssen. Hui! Nein, können wir definitiv nicht. Ja, aber immerhin, immerhin. Vielen Dank, Spiel. Dass du mich hier jetzt direkt wieder rauslässt. Das finde ich wirklich sehr nett. Okay, wir können auf jeden Fall auch nicht grinden. Das ist so schlecht. Lalalalalala. So. Was ist denn hier, wenn ich da so versuche drauf zu kommen? Ui! Ja, ja, das war zu schnell. Ich hab da nicht mit gerechnet. Tut mir leid. Oh Gott, ist er funktioniert. Nicht! Und du kleine Ratte, Alter. Ah, das ist echt gar nicht so einfach hier mit dem Rollweitsprung. Hui. 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 Es hat wieder funktioniert. Ich bin erneut überrascht. Ja, hier kommt doch noch einer. Ich weiß das doch ganz genau. Also versuch mich nicht zu verarschen. Genau. Ich habe nur auf dich gewartet. Nicht in die Lava. Okay. Was tun wir denn hier? Kann ich da rein? Mal kurz ausruhen? Hm? Will er nicht. Da hinten kam ich her. Ich muss mal Kisten zerstören, echt, weil das verwirrt mich immer. Denke ich mal, war ich da schon mal oder war ich da noch nicht? Bleibst du auf der Stelle oder bewegst du dich? Okay, der bewegt sich auch. Hopsa, genau. Okay, hier ist Metallboden, da kann sich wahrscheinlich nichts rausgraben. Ich mag das Geräusch. So, wie sieht's hier aus? Okay, gut, dass ich mich da nicht abfallen lassen. Das sind immer so die prädestinierten Stellen für irgendwelche versteckten Orbs. Also in Anführungsstrichen versteckt. Für Orbs, die man jetzt nicht unbedingt über den Weg läuft. Okay. Ja. Da, würde ich sagen, ne? Aber da kam er eigentlich her, ne? Ach nein, guck mal, das ist. Ach, der fährt um die Ecke. Ah. Nun verstehe ich. Aber ich sehe jetzt auch gerade nichts. Oh, ist das kalt. Leck mich am Arsch. Natürlich auch die Heizung einfach oder das Fenster zumachen, ne? Aber nö. So lange will ich jetzt auch nicht mehr auf. Ich bin schon bei über einer Stunde jetzt. So. Okay, holen wir mal lieber vorher unsere Shotgun raus. Denn. Es passiert gar nichts, okay? Überraschend. Tatsächlich. Okay, das ist gediegen. Ah, guck mal unten. Da wollen wir natürlich hin. Was ist denn, wenn wir jetzt hier mal so mutig sind und einfach mal den hier machen? Es ist nicht schlimm. Okay, ja, die. Ach, mein Gott. Ihr kommt hier eh nicht hin, oder? Ich hab nichts gesagt. Tja, dann erkunden wir erstmal den unteren Bereich, dann ist es halt so. Ui, okay. Auch hier eigentlich prädestinierte Stelle, das mit dem Hoverboard zu erledigen, aber aufgrund der Einschränkungen, die wir haben, also sprich, wir können keine Waffe führen, ist das blöd, wenn wir das täten. Ist das hier der Anfang? Nein, ich glaube nicht. Hier fallen Sachen runter. Mhm. Fragst du nur, wer ist dafür verantwortlich? Habe ich damit was zu tun? Ui, Alter! So, und direkt töten wir nämlich die Dinger hoffentlich nicht. Aber irgendwie eine Bedeutung muss es ja haben, oder? Aber hier ist, das kann ich mir nicht vorstellen, dass so ein großer Bereich hier einfach mal existiert, aber da nichts ist. Hä?
Ja, okay. Beim Metallschädel ist klar. Ja, rüber kommst du da nicht, ne? Ist auch gut so. Sollst du auch nicht. Okay. Ja, aber das Einzige, was wir noch machen können, ist erstmal den kaputt machen. Scheiße! Ja, geil. Genau das meine ich, deswegen mit dem Hoverboard. Das ist ein bisschen blöd manchmal. Ja, dann halt wieder zurück, ne? Map. Auf jeden Fall jetzt nichts gefunden, was ich jetzt irgendwie. Was mich jetzt so großartig freuen würde, muss ich sagen. Aber egal. Egal. So. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier weiter. Ach, wer schreit denn hier schon wieder so blöd rum? Jo, ein bisschen wie so ein Predator, wie die hier schreien manchmal, ne? Ah, okay. Können wir mal jemanden in der Luft hängen? Hilfe. Hilfe. Uiuiuiuiuiuiui. Biff. Oh. Das tut mir eigentlich wirklich leid. Ich hab hier komplett nach unten geballert, ins Nirvana. Wo ist dein Metallschädel jetzt schon wieder? Ah, da kommt er doch hoch. Geht doch. So. Hurtig! Pui! Okay, es hat funktioniert. Dafür ist es also da. Okay, da ist erstmal keine Gefahr. Okay, boah, man konnte da immerhin festhalten, ohne dass was passiert. Oh, was ist. Was ist das? Wo steht das hier? Okay. Hi! Ich mach das! Warte mal! Vielleicht solltest du dieses Ding lieber holen gehen! Sieht gefährlich aus da oben! Tu dir nicht weh, Jack! Das muss ein Fluch sein! Ja, hätten wir dann auch erledigt. Muss man irgendwie wieder zurückkommen. Heil nach Hause wäre ganz nice. Okay, ich glaube, hier wird dann irgendwo wahrscheinlich ein Schiff oder ein Aufzug oder sowas sein. Die mich dann vielleicht an einer anderen Stelle dann rauswirft. Ah, oder ein Portal. Aber da gehen wir noch nicht lang, weil ich möchte erstmal noch den anderen Weg einmal auskundschaften. So, von da hinten ist einfach mal so eine Stelle in der Luft, ne? Also, wir müssen hier bestimmt nochmal hin. Aber okay. Auf jeden Fall nicht jetzt, und das ist das Entscheidende. So, ne, hier ist aber nichts mehr, okay. Hinter dem Totempfahl vielleicht? Nein. Kann ich den töten? Kann ich auch nicht. Gut. Dann geht's ab nach Hause. So. Tschüssikowski. So. Da war keiner hier. Ich dachte, ich würde jetzt wenigstens empfangen werden. Okay, also wir müssen dann gleich wieder zurück zum Widerstand. Wir schauen aber gerade nochmal nach, ob wir hier noch irgendwo was zu erledigen haben. Nee, Bonusmission haben wir damit jetzt nicht freigeschaltet. Gut, nee, weil da würde ich jetzt hier eigentlich auch für heute gerne Schicht machen wollen. Aber ich lasse das Spiel nämlich direkt an, weil... also ihr seht jetzt da nämlich jetzt die Spielzeit. 10 Stunden 54 spiele ich das Spiel schon. Kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, aber es kann sein, dass ich das mal ange... 10 Stunden? Echt jetzt? Ja, wobei, ich bin schon bei über 40 Parts. Das kommt schon eigentlich hin. Doch, doch. 10 Stunden 54 zocke ich dann jetzt auf jeden Fall. Ich werde morgen früh aufnehmen und ich werde heute versuchen, die Rennen oder das eine Rennen zu schaffen, was wir zumindest schaffen können, plus nochmal das Hoverboard gelöst, also jeweils auf Gold zu holen und dann, ja, werdet ihr anhand der Spielzeit dann ja auch sehen, wie lange ich dafür gebraucht habe. Vorausgesetzt, ich schaff's natürlich, aber vielleicht können wir jetzt hier schon noch gucken. Nein, guck mal, unglaublich, das hätte ich schon freigeschaltet. Skandal ist das, ein Skandal. Egal, egal. Gut, nee, alles klar, dann war's das für heute. Wir haben jetzt heute eigentlich gefühlt, fand ich, haben wir eigentlich relativ viel geschafft. Also ich hing jetzt... Mit Ausnahme vom Anfang. Was war denn da nochmal das Problem? Ach, auf Zeit, genau. Richtig, wo ich die Eco-Schächte zerstören musste. Lief das eigentlich überraschend gut, muss ich sagen. Auch die Selbstscroll-Mission, der eine Eichen finden, lief ganz gut. Und auch die letzte Mission war ja eigentlich auch in Ordnung. Wir haben auch einige Orbs gesammelt, aber prozentual waren das dann hinterher doch nur 5%. Aber ey,
Halb so wild. Ich habe Spaß an dem Spiel. Muss noch nicht zu Ende gehen. Echt nicht. Gut, ja, dann euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann, ja, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann vielleicht die 60%-Grenze knacken. Mal sehen. Also, bis dahin. Tschüss.